An die 6000 Schützen, Musikanten und Mitwirkende aus Salzburg und Bayern sind am 1. September-Wochenende aufmarschiert beim großen Festakt zu 700 Jahre Schlacht bei Mühldorf am Inn. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat die Salzburger Delegation als Schirmherr der Schützen angeführt. Ich will, dass wir als Schützen für einen wehrbereiten Frieden stehen. Frieden als das höchste Gut. Aber auch Freiheit als das höchste Gut, das muss miteinander verbunden werden. Und das ist unser Symbol, das ist unsere Aussage von heute. Auch der Bürgermeister der oberbayerischen Kreisstadt Mühldorf war begeistert vom Auftreten der Salzburger Schützen und Musikvereine. Es war phänomenal, es war brutal beeindruckend. Über 6000 Personen heute am Mühldorfer Stoppplatz. Wir schätzen mal rund 15.000 Zuschauer, wenn es gelangt überhaupt, die an der Strecke gestanden sind. Es war beeindruckend und mit Beginn des Festtags ist der Sonnenschein gekommen. Also es war alles super. Auch die bayerische Staatsregierung würdigte mit dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger und Staatsminister Florian Herrmann das Gedenken der Salzburger Schützen an die letzte Ritterschlacht ohne Feuerwaffen. Ich kann euch nur sagen, lieber Wilfried Haslauer, das ist euch absolut gelungen. Ein herzliches Willkommen an Sie alle, meine Damen und Herren. Überglücklich und zufrieden, dass alles wie am Schnürchen geklappt hat, war auch Landesschützenkommandant Josef Braunwieser. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Festtag. Das hat alles genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Salzburger Schützen benehmen sich immer anständig, wenn wir unterwegs sind. Und ich glaube, es hat jeder gewusst, was er getan hat. Mit denen hat das auch so funktioniert. Also wir haben gezeigt in Mühldorf, was Salzburg volkskulturell in diesem Bereich kann. Und wir wurden hier herzlichst empfangen mit einer Gastfreundschaft und auch einer großartigen Organisation. Und da kann ich nur wirklich Danke sagen. Und was den Festakt zu 700 Jahre Schlacht bei Mühldorf am Inn so einzigartig und beeindruckend gemacht hat, das unterstreichen die folgenden Bilder noch einmal.